Hallo! Zurück, zurück zu die Sims 3 Legacy Challenge! Ah, ich freue mich! Ich hab's geschafft! Oh Gott, Leute, ihr wisst nicht, was das für eine Geburt war. Yay! Wo soll ich anfangen? Ihr seht, ich hoffe, die Waschmaschine hört man nicht. Die ist gerade so laut. Oh mein Gott. Die ist gleich fertig. Haus sieht ein bisschen anders aus. Mona sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Kinder werden höchstwahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, weil ich hatte natürlich den Spielstand nicht mehr. Der ist mir flupsdi-dupsdi weggeflogen. Den habe ich jetzt gespeichert. Falls nochmal irgendwie was passiert. Ich musste Mona nochmal neu machen. Ich musste die Kitties nochmal neu machen. Ich musste Hank manuell umbringen. Ich habe auch hier. Wie heißt sie denn? No, da. Pauline habe ich auch nochmal drei Kinder machen lassen. Hank habe ich umgebracht. Ich habe ihn leider an Verhungern sterben lassen, weil er wollte einfach nicht vom Blitz getroffen werden. Und ich wusste nicht, ob man das mit Andras, mit dem Mod, dann so einbauen kann, sodass sie auch das traurige Moodlet kriegt. Naja. Und ich habe mir was überlegt. Es kommt aber ein bisschen später. Boah, die Waschmaschine, ne? Hört man das? Bestimmt hört man das. Mist. Tut mir leid, wenn ihr das hört. Aber ich kann jetzt auch nichts machen. Ich habe schon die Türen zugemacht und im Schlafzimmer ist direkt daneben die Waschmaschine. Und die ist so laut. So. Back to Sims 3. Mona. Boah, ey, das geht gar nicht. Moment mal. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Moment, jetzt quietscht auch noch mein Stuhl. Ah. Mona hat heute Geburtstag. Was, nee, hat sie doch nicht. Okay. Aber sie wird auf jeden Fall zum Notfall eingerufen. Ihr geht's gar nicht gut. Zack, zack, aufstehen. Achso, das Haus habe ich ungefähr so gebaut, wie es vorher war. Aber ja, ist es halt nicht ganz komplett so geworden. Aber ungefähr. Ja, aber da kommt halt auch noch später was dazu. Ich habe es nämlich gerade schon getestet und es hat alles gut funktioniert. Und jetzt freue ich mich, endlich zu spielen, Leute. Boah, Tage habe ich immer zu meinem Freund gesagt, ich will Sims spielen. Jetzt endlich hat es funktioniert. Ich weiß nicht, was mein Spiel hatte. Keine Ahnung. So, Mona. Oh, er fährt. Babysitter anrufen. Oh, guck mal, sie fährt mit Hanks Polizeiauto. Die Babys sind wach. Ja, ich glaube, Catherine? Ja, ist wach. Gut, dann melde ich mich gleich. So, Mona hat fertig gearbeitet. Die Arme, die war jetzt einfach seit 5 Uhr morgens oder so, als sie zu diesem Notfall gerufen hat. Du bist jetzt arbeiten und sie hat schon wieder Bereitschaftsdienst. Ich komme erstmal nach Hause. Gärtner, ja, das können wir nachher noch machen. Vorhin kam die Meldung über hier. Craig hat noch was anderweitiges zu tun. Irgendwie irgendwas von wegen, ja, jetzt beeil dich mal. Also, dann jetzt. Oh, guck mal, Post. Super, den kriegen wir jetzt. Ist okay. So, alles gemacht. Super, eigentlich hat er viel mehr verdient. Nur einfach den ganzen Tag hier. Ich war gerade so eine blöde Fliege, die war so nervig und aufdringlich. Die geht's eigentlich ganz gut, ne? Dann würde ich doch mal sagen, dass wir meinen Plan vielleicht umsetzen. Ich hatte das Haus nämlich gebaut vor ein, zwei Tagen, glaube ich, habe ich das letzte Mal Sims 3 gespielt. Dann hatte ich noch keine Zeit gehabt, aufzunehmen. Und dann ist mir vorhin eine Idee eingefallen, die doch eigentlich ganz cool ist. Ja, die mögen sich natürlich nicht, ne? Aber, die schreibt ihr jetzt mal einfach mal eine Nachricht. Nice too. Zack, zack, zack. Und zwar schreibt die der Pauline sowas wie: Hey, na, wie geht's? Du weißt ja, Hank bald nicht mehr unter uns. Und ich kann hier nicht weiterleben. Und ja, sie möchte gern umziehen. Und da Pauline ja auch ein Teil der Familie ist, für sie jetzt nicht, aber für die Kinder, hier ist nämlich Halbbruder, Halbbruder, Halbbruder,
hat sie sich überlegt, dass sie vielleicht nicht einfach gemeinsam in eine neue Stadt ziehen könnten. Und ja, da ist es schon gefallen. Ich möchte in eine neue Stadt ziehen. Ist doch was, oder? Das machen wir jetzt auch. Nee, du gehst jetzt nicht duschen. Du gehst jetzt erstmal runter vom Platz. Die Kinder kommen auch. Du auch. Und zwar füge ich gleich, ich weiß nicht, ob man es irgendwie anders machen kann, aber ich füge gleich Pauline hier in die Familie mit ein. Und dann ziehen die alle zusammen in eine neue Stadt. Und natürlich nehme ich das alles mit, weil nochmal alles neu zu kaufen wäre ein bisschen teuer. 12.000 haben wir jetzt ungefähr. Ich halte mich dann auch da dran. Und ja, ich füge ihm Pauline ein. So, ich habe die jetzt alle mit eingefügt. War kurz ein bisschen blöd, weil die sind zusammen. Ich auch noch nicht kapiert, gesehen. Auf jeden Fall sind es ja jetzt 9 Sims und das war so nervig. Jetzt muss ich hier ein paar Mod hier nochmal hinzufügen. Aber jetzt können wir ganz schnell. Hatte ich gedacht, ich mache die Musik mal ein bisschen leiser, oder? Zack, zack, zack. Die kann ja hochbleiben. Ah, ist jetzt ein bisschen leiser, aber macht nichts. Ich hatte nämlich gedacht, ich packe die Sachen alle ein, wie vorhin schon gesagt. Ist ja blöd, wenn die weg sind und wir alles neu kaufen müssen. Ja, diese Lampen, die nehme ich jetzt nicht mit. Die kann ich auch so. Die habe ich hier drin. Falls ich ein Foto machen will, damit es auch schön beleuchtet ist. Kann man irgendwie mit irgendeiner Tastenkombination hier die Sachen schneller reintun? Das ist ja ultra aufwendig. Ich freue mich so. Ich freue mich, freue mich. Ach, ey. Ich hatte so viele Ideen mit den Kindern, wie es weitergehen kann und so. Und dann, zack. Strich durch die Rechnung. Ich mach das mal eben schnell. Ich habe jetzt fast alles mitgenommen. Ein paar Sachen hatte ich keinen Bock. Die, wenn man will, kann man die nochmal neu kaufen. So Kinderzimmerzeugs. Das ist ja jetzt, das ist ja alles ein Deko. Fertig. Gut. Dann auf geht's. Ins neue Leben. Umziehen in eine andere Stadt. Und zwar habe ich mir schon eine ausgesucht. Ich wollte erst nach Sunset Valley, aber. Oh. Boah. Aller Mollen. Aber. Gehen doch hierhin. Sunset Valley, wie schon im ersten Teil, glaube ich, erzählt, ich liebe Sunset Valley, aber ich möchte auch andere Städte. Deine Fabrizio, ja. Wir empfehlen, deine Stadt zu speichern, bevor du deinen Sims in eine andere Stadt umziehen willst. Okay. Wie nennen wir das? Meadow Glen? Einfach? Ja, wir kommen doch eh nicht mehr zurück, oder? Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. So, jetzt ist es official. Boah, sorry, weil ich das jetzt gehört habe, ich musste was trinken. Ich bin gespannt, ob es denn in der neuen Stadt alles ein bisschen besser laufen wird. Ich meine, es lief ja schon nicht schlecht, ne? Wir haben so eine Art Haus. Es ist schon ein Haus, es ist nicht so eine Art Haus. Wir hatten einen Freund, der leider nicht mehr da ist. Aber dafür haben wir ja die Kiddies. So, auf ins neue Leben. Willst du deine Kinder nicht mitnehmen? Nee, du nimmst einfach ein fremdes Kind. Oh, okay. Alles klar. Bis gleich. Ta-ta-ta-ta. Wir sind in der neuen Stadt. Da ist Mona, da ist Katie und Catherine, Pauline, weiß ich nicht, wie du heißt, Paulines Freund. Und der Rest ist auch irgendwo da.
Natürlich. Oh, der Ton ist irgendwie sehr laut. Wow, was ist denn hier los? Na, weiß nicht. Was wollte ich sagen? Achso, wir bleiben natürlich nicht bei Pauline wohnen. Wir suchen uns natürlich erstmal eine eigene Bude. Aber fürs Erste bleiben wir erstmal hier. Die Stadt sieht so aus. Vielleicht kennt der ein oder andere die schon. Boah, die Musik, die ist doch laut, oder? Das ist Dragon Falls. Und zwar ist die hier auf so einem hohen Berg. Ich hoffe, es ist okay, die Musik ist nicht zu laut. Dann läuft es hier so runter und dann endet es hier am Strand. Ich fand das echt eine schöne Stadt. Ich habe mir auch schon Häuschen ausgesucht, wo wir hinziehen werden. Ich finde das ganz süß hier mit den Häusern so. Dann gibt es hier noch so diese Müllhalde. Das ist hier so eine Art kleine Stadt. Hier diese Häuser sind unglaublich schön und die hier sowieso. Können ja mal. Ich glaube, war das so eins? Ja, guck mal, wie schön diese Häuser sind. Einfach richtige, so ein richtiger Traum. Und dann mit so einem richtig schönen Garten. Oh mein Gott. Ist das nicht schön? Und dann alle so nebeneinander. Ja, das ist so ein bisschen chinesisch, finde ich. Aber, naja, macht ja nichts, ne? Dann haben wir hier die Schule und das Sport-Dings mit dem Schwimmbad. Das Schwimmbad ist auch richtig süß. Ist auch schön groß mit der Rutsche hier. Ist süß gemacht. Dann haben wir hier so eine Art Café-Bar. Hier, diese Häuser sind auch unglaublich schön. Da kann man einfach am Strand wohnen. Was ist das denn für ein Traum? So mega schön. Dann haben wir hier drüben nochmal so eine kleine Ministadt. Hier ist das Krankenhaus. Ja, generell noch ein paar kleine Häuschen. Hier kann man auch nochmal feiern gehen. Ich fand die Möglichkeiten, was man hier machen kann, besser als in Sanzibar, weil da muss man selbst alles nochmal platzieren. Dies, das. Ihr wisst Bescheid. Und da habe ich schon was entdeckt. Und zwar. Den Stylisten-Salon. Ich würde sagen, wir verpassen der lieben Mona mal ein Umstyling. Sollen wir es jetzt machen oder in der nächsten Folge? Ich weiß noch nicht. Jo! Ginas. Herzlich willkommen in eurer neuen Stadt. Alles gut, alles gut. Okay, ihr kennt euch jetzt auch. Ja, guck mal, Henk ist immer noch. Ich dachte irgendwie kurz, das wäre vielleicht verloren gegangen. Wäre richtig traurig, wenn, ne? Du kannst ja mal ein bisschen mit Pauline reden, so ein bisschen einfach mal nach dem Tag fragen. Boah, irgendwie bin ich bescheuert oder ist der Ton einfach immer noch so laut? Oh, noch näher vielleicht. ja, ich meine, ne? Die verstehen sich jetzt nicht so perfekt, aber ich möchte halt schon, dass die vielleicht doch sich irgendwie verstehen, weil ich meine, die haben beide Kinder und die Kinder sehen sich vielleicht auch mal in der Schule und vielleicht, weiß nicht. Also, naja. Oh, ist sie schwanger? Wir können nämlich medizinischen Rat geben. Machen wir doch mal. Nein, nein. Und? Sag mal. Oh. Also Katie gehört schon eine gute Beziehung zu Schnute. Oh, das ist schön. Oh, möchtest du keinen medizinischen Rat? Dann nicht. Ist süß, ne? Hier sind sehr große Häuser. Ich hatte mir gedacht, dass ich in der Gegend hier wohnen werde. In einem von den Häusern. Wir können ja mal so durchgucken. Also ich habe auch schon geguckt, mit dem Geld passt das. Das ist ja auch süß, ne? Mit diesen, wie heißt das? Schreben oder keine Ahnung. Ich sag mal lieber nichts. Schön, ne? Ich finde die Stadt einfach richtig süß. Auch so, ach, keine Ahnung. Die Häuser sind einfach so hübsch. Ist das nicht so ein ähnliches Haus wie in Sunset Valley? Ja, oder? So. Hier so ein Häuschen. Ist auch ein süßes Haus, ne? Aber ein bisschen so eckig, ein bisschen langweilig. Das ist auch wunderschön. Guck mal, wie schön. Aber jetzt.
bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, ob ich das nehme oder ob ich doch ein anderes Haus nehme. Gut. Dann würde ich sagen, wir stylen Mona vielleicht doch jetzt um. Und dann in der nächsten Folge zeige ich euch dann, welches Haus ich genommen habe. So, los. Oh, die fährt einfach mit Hanks Auto. Was haben wir denn jetzt? 7 Tage ist Sommer. Ja, dann kann man ja eigentlich schon T-Shirts anziehen, ne? Oder so irgendwas. Irgendwas Leichtes. Hallo, wohin gehst du? Was ich auch noch machen muss, Sims hinzufügen an diese Stadt. Die ist nämlich auch leer. Ich möchte mich selbst gerne umstylen. Weil die Stylisten, die machen das nicht so, wie man es haben will. Wohin gehst du? Hallo. Jetzt gehe ich umstylen. Hey. Nochmal. So. Naska Muni. Zack. Nushtamanak. Was? Eleven. Okay, let's go. Doch noch nicht, let's go. Ich muss ganz kurz hier noch was umschalten. Und zwar. Was? Das? Ja, das hier meinte ich. Genau, eigene oben. Zeige in kompakter Form an. Nee, an. Ja, an. Eigene oben. Hier ist doch alles. Nicht doof. Warum war das denn dann gerade nicht? Nochmal. Na gut, dann machen wir es doch ein andermal. Vielleicht mache ich das gleich auch einfach offscreen. Und dann zeige ich euch, wie sie aussieht. Ach, sie hat bald Geburtstag. Bisschen hell die Theke, ne? Oder? Da machen wir uns wenigstens ein Tattoo, komm. Wo ist denn hier? Da. Tätowieren lassen. So, in Gedenken an Hank, an Meadow Glen, an alles. Was machen wir uns denn für ein Tattoo? Oh. Oh, danke schön. Ich bewundere auch Loretta. Bi, 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 bi. Habt ihr ein Tattoo? Ich habe eins, aber nur ein kleines. Bin mir aber überlegen, ein zweites zu machen. Hä, was ist los? Ah. Oh. Okay, Pauline ist schwanger. Boah, ich habe mich kurz erschrocken, ne? Dass das Spiel jetzt irgendwie abkackt oder so. Ich möchte gern. Geht das jetzt mit dem Mod wahrscheinlich, oder? Ich hatte da nämlich. Nee, irgendwie ist das, glaube ich, immer noch kaputt, ne? Ja, ist immer kaputt. Schade. Ich habe hier nämlich ja so einen Mod, wo man die Beine und so tätowieren kann. Ja, wir machen einmal auf dem Oberarm und zwar irgendwie sowas. Also Blumen haben wir schon. Hier so ein Glückszeichen vielleicht. Wir machen jetzt einfach die Kleeblätter. Das ist doch süß. Okay. Wunderbar. Dann haben wir jetzt ein Tattoo in Gedenken an Hank, an die alte Zeit, an alles Schöne. Und nicht so Schöne. Okay, du bist schwanger. Stopp, 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 stopp. Das ist mir halt gerade sehr laut hier. Niedrig. Als ihr erstes Tattoo stechen lassen, stimmt doch gar nicht. Pauline ist schwanger, toll. Kannst du ihr gratulieren? Nee, irgendwie nicht. Mann, ich möchte doch, dass sie sich ein bisschen besser verstehen. Komm. Oh, diese Musik. Wo ist denn unser anderes Kind? Oh, sitzt immer noch draußen, die Arme. So, aber dann leben die jetzt ein paar Tage. Ja, ein paar Tage, jetzt den Tag noch zusammen und dann ziehen wir auch um in unser eigenes Häuschen, weil wir wollen ja auch nicht unbedingt mit der Ex-Frau von unserem verstorbenen Nicht-Ehemann sein. Kann man das als die Haustür markieren? Wo ist denn hier eine Haustür? Wo kommen wir denn hier rein? Da. Ist ja blöd, wenn die von da kommt. Als Eingangstür markieren. So. Okay, komm. Freunde dich ein bisschen an. Gefällt er irgendwie nicht so. Okay, dann
Weiß nicht. Nicht über Gartenarbeit. Und? Ja, das findet sie okay, guck mal. Na gut, die riesen Patchwork-Familie hier verabschiedet sich für den Part. Ich freue mich auf den nächsten Part. Denn da ziehen wir um, machen Umstyling. Das wird toll. Okay, dann danke fürs Zusehen. Bisschen traurig bin ich schon, dass Hank nicht mehr da ist, aber... Sonst hätten wir nie diesen Umzug gewagt, wenn Hank immer noch hier wäre. Siehst du, es hat alles... irgendwas... Na, Positives will ich nicht sagen, aber naja. Okay. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!